Nach der kurzen Inaktivität auf meinem Channel, die ihr dem Wetter verdanken dürft, da es momentan einfach wirklich viel zu heiß ist, um irgendwie in mein Zimmer aufzunehmen, geht es heute mit neuen Minecraft-News weiter. 4Day Studios war etwas länger, wie ihr gesehen habt, bestimmt mal wieder sehr inaktiv auf Twitter, was natürlich für neue Updates eigentlich gar kein gutes Zeichen ist. Doch nun haben sie sich endlich wieder gemeldet, sie haben einen Twitter-User geantwortet, der wissen wollte, wo sie denn wären, und sie haben einfach mal stur geschrieben, dass sie momentan sehr beschäftigt sind oder waren, eher gesagt, und dass sie nächste Woche einfach mal wieder sehr aktiv werden würden. Und wie ihr mittlerweile alle wissen dürftet oder müsstet, wenn 4Day Studios auf Twitter wieder richtig aktiv wird, heißt das, dass momentan oder dass wieder sehr bald ein neues Update ansteht. Nur stellen wir uns trotzdem noch immer dieselbe Frage wie zuvor. Was wird das für ein Update? Ein Minigame-Update, das 1.8-Update, wo die 1.8-Version komplett vervollständigt wird, oder doch schon das 1.9-Update, oder vielleicht auch gar nichts von den drei Sachen, sondern vielleicht einfach nur ein kleines Bugfix-Update, wo ein neues DLC oder ein neues Mashup oder Texture-Pack dazukommt? Wir wissen es leider nicht. Nur was wir momentan schon wissen, ist, dass im nächsten Update neue Trophäen dazukommen werden. Trophäen, die es momentan noch nicht mal auf dem PC logischerweise gibt, weil es Battle-Mode-Trophäen sind. Durch welche Gründe auch immer, kann man auf der Xbox schon in die neue Trophäenliste schauen, wo man folgende neue Erfolge sehen kann. Erfolg Nummer 1, der Schüler, gewinne ein öffentliches Kampf-Minispiel. Erfolg Nummer 2, wurde der Meister, gewinne 3 öffentliche Kampf-Minispiele in Folge. Erfolg Nummer 3, da steht irgendwas mit Tiss und dahinter, aber ein Kratzer, ich weiß nicht, was das Tiss da bedeuten soll, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Erleide 100 Schadenspunkte in einer öffentlichen Kampf-Minispielrunde. Erfolg Nummer 4, Armor, töte 2 Spieler mit Pfeil und Bogen in einer öffentlichen Kampf-Minispielrunde. Erfolg Nummer 5, Hunger, Schmerz, töte einen Spieler, während du verhungerst. Erfolg Nummer 6 und somit auch schon der letzte Erfolg, bzw. die letzte Trophäe, meine, öffne jede Kiste in einer Kampf-Minispielrunde. Nun wissen wir, dass 6 neue Trophäen jedenfalls schon mal dabei sein werden. Da sich diese Trophäen nur auf den Battle-Mode beziehen, kann man das neue Minigame im nächsten Update eigentlich schon wegstreichen, weil es dafür dann wirklich viel zu früh ist und das überhaupt keinen Sinn macht, dass sie dann noch Trophäen für das alte Minigame mit dem Minigame-Update dazu tun. Das würde für mich auf jeden Fall keinen Sinn machen. Nun bleiben 1.8, 1.9 und andere DLCs noch übrig. Doch was wirklich ins Update kommt, können wir leider momentan nur vermuten. Doch das Positive an der Sache ist, dass wir schon nächste Woche erfahren, was es sein wird. Sobald sie was Neues auf Twitter gepostet haben, werde ich natürlich sofort ein neues Video aufnehmen. Solange könnt ihr gerne eure Vermutungen in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was im nächsten Update alles so drin sein wird. Falls du neu bist und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Und falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt das zu heiße Wetter, viel zu heiße Wetter. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.